So, also das ist für mich jetzt natürlich neu hier. Ich bin ja kein YouTuber. Ich hoffe, das funktioniert alles. Hallo. Ja, es ist eigenartig, jetzt hier irgendwie in ein Gerät zu sprechen. Und ja, das machen wir jetzt aber trotzdem so. Also ich bedanke mich jetzt hier bei der Typografiegesellschaft. Ich habe jetzt schnell einen Vortrag. Ja, das war das Poster. Das war eigentlich die Meisterarbeit an diesem ganzen Ding. Ich tue es jetzt nochmal weg. Ich wollte ein bisschen grafisch interessiert wirken jetzt hier für die Typografiegesellschaft. Gut, da müssen wir jetzt doch reduziert arbeiten. Und ja, ich habe extra jetzt hier so eine helle Mütze auf, damit man mich jetzt im Internet findet. Gut, also fangen wir jetzt mal an. Genug der Worte. Nee, jetzt fangen erst die Worte an. Aber ich fange jetzt an. So, ich bin ja hier eingeladen worden. Also ich bin ja kein Typograf, deswegen wunderte ich mich ja, dass ich jetzt hier sprechen soll. Aber ich finde jetzt, was man... nee, das ist alles Quatsch, was ich bis jetzt gesagt habe. Also ich habe mit Schrift nichts zu tun, ja. Und... Jetzt probiere ich so ein Funkloch darzustellen. Also das, weil dieses Internet reizt mich ja jetzt doch, ne? Also weil ich nutze jetzt ja auch die Gemütlichkeit dieser Krise. Also ich liege jetzt hier auf der Couch und statt jetzt vor Leuten zu sprechen, was mich natürlich auch nervt, weil ich ja doch irgendwie vor Leuten spreche, aber nicht wirklich, ja. Und das nervt mich jetzt, weil ich nicht reagieren kann. Ich weiß jetzt nicht, soll ich du sagen? Ich finde, das digitale Du bietet sich doch an. Ich sage jetzt einfach du und ihr, obwohl wir uns nicht kennen, obwohl wir uns nicht in die Augen sehen. Ich kann jetzt auch nicht darauf reagieren, wie, ob das lustig ist, was ich mache, ob das Sinn macht. Und, aber was, wo ich mich halt auch immer wieder bei so Vorträgen, was eigentlich immer der Kern ist, ist, dass ich es mir selber erkläre, was ich da mache. Weil ich habe den jetzt zusammengeschustert, irgendwie vor ein paar Tagen, und jetzt halte ich den und bin ihn nicht nochmal durchgegangen. Und jetzt gehe ich aber auch mit dem ersten Versuch mit. Und dadurch funktioniert das vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Aber ich meine, die Leute können ja abschalten. Es ist nicht so peinlich zu gehen im Internet, wie jetzt in einem vollen Saal. Ja, also. Ich habe dann jetzt hier so das erste Bild auf, da steht Schrift, ich, wieso, ne? Und das ist ja jetzt das Interessante, weil ich ja irgendwie mit jetzt auf dem Typografie-Gesellschaftsforum oder wo ich jetzt auch immer im Internet gerade sitze, oder ich wurde ja eingeladen, das ist ja nett und lieb und so, aber ich habe einfach keine Ahnung warum. Und jetzt zeige ich mal Arbeiten, weil ich denke mal, von der Schriftgestaltergemeinde kennt mich jetzt nicht auch jemand. Also ich bin jetzt ja nicht so bekannt, dass man sagt, hey. Ja, das ist aber ein toller Grafiker oder sowas. Ja, bin ich ja gar nicht. Und deswegen zeige ich jetzt einfach mal ein paar Arbeiten, damit auch wirklich klar ist, was ich so mache, den werten Damen und Herren. Die zum Beispiel. So, machen wir mal hier Play. Und abbrechen. Was macht oder das oder ich mache auch das oder guck mal hier, so sieht es auch manchmal aus oder so oder so, aber manchmal mache ich hier auch sowas hier, da probiere ich mich mal aus, wieso auch nicht, dann sieht es dann halt so aus oder so oder so. Oder manchmal sieht's auch so aus, aber auch mal so. Auch mal so oder so. Oder das hier habe ich auch gemacht. Oder das. Manchmal probiere ich auch. Ja, mal hier sowas.
oder so. Oder das. Und dann gucken Leute auch mal, denken wir, das sieht so aus, als hätte der Frank gemacht. Hat er gemacht. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch. Oder das. Oder auch das. Hat der Frank gemacht. Das bin ich. Das habe ich auch gemacht. Oder das. Oder auch mal das. Ja, das habe ich auch gemacht. Oder das. Das habe ich hier auch gemacht. Das hier auch gemacht. Ist ja noch nicht so, dass ich hier die Welt neu erfunden habe. Nee, das kann jeder. Aber habe ich gemacht. Und das hier, das habe auch ich gemacht. Sieht nicht besonders gut aus, aber immerhin habe ich selber gemacht. Ohne Hilfe, auch das hier habe ich auch gemacht. Guck mal hier, das auch. Hab ich gemacht, so wisst ihr Bescheid. So, das war so ein Drop the Mic, das macht man noch so in der Szene. Gut, genau, also wissen wir Bescheid. Und zwar ist es ja so, dass ich halt hauptsächlich für Magazine arbeite und das jetzt auch schon länger. Und ja, und verrückt, oder? Ist mir ja gar nicht bisher aufgefallen. Habe ich ja gar nicht gemerkt. Ich habe ja ganz viel Schrift in meinen Sachen, also in meinen Zeichnungen mit drin. Und da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, weil ich habe ja auch nur so, über Typografie denke ich ja auch nicht nach. Ich mache es einfach. Ja, und ich habe es ja auch probiert so ein bisschen in der Schule, also in der Grundschule nicht, sondern in der Hochschule habe ich mir aber auch nur so rudimentäre, wie man da sieht, ne, hier ist der rudimentär, habe ich mir so einfaches Knopfhoff angeeignet, was so Typografie ist, ja. Und da weiß ich halt so Sachen, wie zum Beispiel, das ist eine Versalie hier, ne, das ist ein großer Buchstabe, und dann gibt es die gemeinen kleinen, ne, das ist ein normaler Schriftschnitt und hier haben wir es auch in Fett. Und ne, das ist eine Groteske, die ist so eher so ein bisschen prollig. Ne? Und dann gibt es aber die edle Antiqua, die so Serifen hat. Ne? Das erkennt man daran. Ne? Und dann, was weiß ich noch? Ah ja, guck mal, kursiv. So schräg gestellt, ja? Ist hier auch schlecht dargestellt. Dann gibt es so Sachen wie linksbündig, zentriert, rechtsbündig. Ja, und mehr weiß ich dann auch nicht über Schrift, ja? Mehr will ich dann aber auch überhaupt nicht wissen, weil dann kommen nämlich die Regeln und das muss alles funktionieren und das finde ich alles nicht so spannend, das schränkt mich ein, ja. Und ich bin nämlich gegen Regeln, da bin ich halt so wie der Tampon, also unter den Typografen bin ich, also ich bin ja kein Typograf, aber unter den Gestaltern, ja, gestalten tue ich nämlich auch, würde ich behaupten, da bin ich halt eher so, folge ich so dem Tamponprinzip, so gegen Regeln, was ja eigentlich nicht stimmt, weil von der Sache her saugt ja ein Tampon die Regel auf. Ja? Ich bin aber dann auch eher so männlich. Ich saug keine Regeln auf. Ne? Aber ich habe auch keine Regelschmerzen, aber Blähungen. Und weil wir dann schon dabei sind, hier haben wir einen Blocksatz. Ne? Wenn es um Typografie geht, habe ich halt so spärlich Ahnung. Ja? Sehe mich auch nicht als Typografen. Und wenn wir ehrlich sind, habe ich auch von Illustration nicht wirklich eine Ahnung. Ja? Und hier haben wir Flattersatz. Ne? Weil ich habe zwar Illustration bzw. visuelle Kommunikation studiert in Weißensee, an der Kunsthochschule Weißensee und gehe aber eigentlich eher, sage ich mal, würde ich sagen, man kann Zeichnen auch zu Hause lernen. Ne? Und na, dann sagt jetzt die Frau da unten, Schwachsinn, ich schätze doch auch nicht, Mutti, was meint er denn mit Zeichnen kannst du zu Hause lernen? Und da habe ich ein kleines Büchlein letztens gemacht, wo ich halt so ein bisschen also so das unveröffentlichte Best-Downloader, was auch immer das jetzt hier sagen soll. Aber es geht halt darum, dass man studieren nicht braucht. Das braucht kein Schwein, ne? Weil die sehen gleich aus, ob man jetzt studiert hat oder nicht studiert hat. Ein Gestaltung studieren ist Quatsch, ja? Das ist auch mein Lehransatz. Ja? Also das ist, wie gesagt, jetzt Auszüge aus einem kleinen Büchlein über die Lehre.
weil ich auch zwischendrin auch mal so eine kleine Gastprofessur hatte, wo ich mit Studenten zu tun hatte, ja. Und es gibt nämlich, also wenn wir jetzt Zeichnen studieren, ja, es geht jetzt um Zeichnen. Man kann ja auch Typografie, kann man ja vielleicht auch damit reinmachen, weiß ich nicht, aber jetzt Zeichnen. Es gibt nämlich zwei Typen Kinder. Wir fangen jetzt mal von der Pike an. Es gibt die coolen Kinder, die gerne Leute verkloppen, und da gibt es die noch cooleren Kinder, die lieber zeichnen. So wie die kleine Dave-Bert hier, ne? Der macht Zeichnen Spaß. So fängt es ja an. Es macht ja Spaß. Man hat ein Hobby, ja? Und dann sagt sie jetzt zum Beispiel zu ihrer Mutti, du Mutti, wenn ich groß bin, ja, hier sieht man sie sitzen, zeichnet, ne, die kleine Dave-Bert, dann will ich zeichnen. Da sagt die Mama, hey, das ist ja Dynamit. Zieh dir dann erst noch mal Hausschuhe an. Mehr verlange ich doch gar nicht, ne? Ich verlange nicht viel, nur Hausschuhe anziehen. Mehr will ich doch gar nicht, ne? Coole Kinder haben nämlich meist extreme Mütter, ne? So wie die Hardcore-Rinna hier, ja. Das ist die Mutti von der kleinen Dave-Bert. Das ist die Hardcore-Rinna. Und die ist auch echt voll dabei. So, ne? Und dann sind die nämlich die extreme Mutti, geht dann mit ihren Trophy-Kit, ne, was sie im Internet haben, ne? Die posten ihre Kinder überall. Keine Ahnung, wurscht, darum geht es jetzt gar nicht. Ne? Und dann gehen die zum Beispiel auf den Mauerpark. Ja? Und dann sagt die zu ihrer Tochter, die Hardcore-Rinna, ey, guck mal, Dave Bert, das da, das ist Zeichnen, nicht dein Quatsch. Ne? Da ist nämlich so ein Montmartre-Künstler, ja, die so schöne Mädchen zeichnen hier, also nicht Mädchen, sondern Leute, so eins zu eins. Ne? Und dann sagt sie, boah, da bist du aber an was dran, sagt jetzt die kleine Dave Bert, sagt jetzt hier auf ihren Rollrad. Boah, da bist du an was dran, Mutti, ne? Danke für deine Ehrlichkeit. Der Frau ist richtig, richtig gut im Zeichnen. So voll museummäßig. Der ist aber auch Linkshänder. Kein Wunder, ne? Weil das ist auch so eine kleine. Das tut mir dann auch echt immer. Also da werde ich auch immer neidisch, wenn ich Linkshänder sehe. Weil Linkshänder, also bin ich aufgezogen worden, sind die Kreativen. Ich bin nicht kreativ, weil ich bin Rechtshänder. Das können nur Linkshänder. Richtig gute Gestalter sind Linkshänder. Das ist halt einfach so, ne? Ja, und dann sagt jetzt die Mutter, die hat Corinna zu der Kleinen, ne? Nachdem die das sagt, so dass sie ihr Recht gibt, ey, zahl doch nicht mal die Schnauze und mach ein Foto. Ne? Weil es geht halt darum, die meisten Leute, die von Zeichnen keine Ahnung haben, gehen davon aus, richtig gutes Zeichnen muss aussehen wie ein Foto. Ja, und da ist dann die kleine Dave-Bert angestachelt, ja, die jetzt noch nicht studiert oder sowas, ja. Von der Peer Group, was ja ihre Mutti ist, die will sie jetzt begeistern und es staunt, und die Mutti, die staunt ja ganz toll, wenn man sowas malen kann, wie jetzt hier ihmchen hier. Und das ist wirklich schön, aber das ist ja eine reine Fleißarbeit, ja. Ein Foto hat jeder, ein Fotoapparat hat jeder in der Tasche. Also wenn ich was wie ein Foto zeichnen soll, dann warum mache ich nicht ein Foto? Spare ich mir für die Arbeit, ja? Es ist eine reine Fleißarbeit und es stellt ein Können dar, was keiner braucht. Wirklich keiner braucht es. Steile These, ne? Ja, was soll denn das? Warum soll man denn jetzt so zeichnen, ne? Also, natürlich, ja, liebe Dave Bert, ich wende mich jetzt an das kleine Dave Bert-Kind, ja, was da jetzt so schön gerne zeichnen will. Natürlich ist technische Könnerschaft, ja, um Mutti und Verwandte zu beeindrucken, nicht verkehrt. Aber trotzdem, pass auf, Profis sind doof. Bitte, was? Ich erkläre es nochmal. Bei einem Profi, da weiß man, was man hat. Man will ja auch nicht nach seiner OP als Wundertüte aufwachen. Ja, also ein Profi, dem sagt man, mach das und das und dann kriegt man auch das, was man will. Zum Beispiel in den Kreis mit einem professionellen Werkzeug gemacht. Ja, also auch eine schöne, perfekte Typo. Ja, eine groteske, eine prollige Typo, aber klein geschrieben, also nicht ganz so prollig. Ja, gemeine Proll-Typo, gemeine groteske Proll. Ja? Das ist ein perfekter Kreis, ja? Also der ist jetzt hier mit so einem Ellipse-Werkzeug gemacht, und Shift dabei gedrückt, dass er auch wirklich kreisrund ist, ja? Und der ist aber austauschbar und öde, weil der so perfekt ist, ja? Und jetzt kommt die künstlerische eher so, die Banane, auch ein Kreis, ja? Und man wird sich ja wohl noch wundern dürfen, beziehungsweise man muss sich wundern, wenn man einen Kreis sieht, der gezeichnet ist, ja? Das ist doch kein Kreis. Nee, das ist mein Kreis. Der hat beweiszeichnerisches Rückgrat, ja, der hat Charakter. Der ist ein bisschen DDR, weil er selber gemacht ist, ja. Der ist ehrlich, der ist ein Individuum, der bedeutet Leben, ja. Toter Kreis, lebendiger Kreis. BRD, DDR. Ich habe ostdeutsche Wurzeln, deswegen tue ich das jetzt hier mal so ein bisschen im Vordergrund. Ist natürlich Quatsch. Ja? Also, nichts ist langweiliger als die Perfektion. Nochmal, das Auge, ne, einer der wenigen Sätze, den ich im Grundstudium mir gemerkt habe. Von Herrn Dr. Professor Georgi an der Gesamthochschule Duisburg-Essen. Der hat gesagt, das Auge muss was zu tun haben, ja. Und das habe ich jetzt ein bisschen hier, zeige ich mal, was ich damit meine, ne?
Also, das Auge muss beim Abtasten der Konturen dieser Welt was zu tun bekommen. Ne? Also das Auge hier, sieht man ja, das tastet diesen Kreis ab. Das ist der perfekte Kreis. Ja, und der ist nicht so perfekt. Ja. Und was passiert denn da, wenn man den abtastet? Ja, jetzt haben wir das perfekte Abtasten. Hier haben wir das Auge, was ans Gehirn gekoppelt ist. Ja, als wie ein Flieger fliegt das hier durch die Welt. Ja. Und das ist die Aufmerksamkeit. Die lässt dann aber ein bisschen nach, weil hier, wenn man hier den perfekten Kreis ranzoomt, ja, haben wir hier diese große Gerade. Die ist 1:1 überall gleich. Ja. Die Rundung ist überall gleich. Das heißt, man erwartet, also es gibt keine Erwartung, weil doch, die Erwartung ist immer dieselbe, weil der Kreis geht genau weiter, wie es geht. Alles ist gleichmäßig, keine Vorkommnisse. Der Flieger ist auf Autopilot, also die Aufmerksamkeit ist auf Autopilot. Es ist halt scheißegal, was da kommt. Ja? Entschuldigung. So eine Kontur, ja, das ist Gänsehaut auf die Augapfel. Wenn du jetzt einen eigenen Kreis hast, der ist fehlerhaft, analog, ne? Da braucht man höchste Konzentration als Betrachter. Ja? Da musst du ein Vielflieger sein. Also ein Pilot, ein Vielfliegerpilot, ne, weil der muss ausweichen, das Auge, ne, da ist richtig was los, ja, da musst du, und da kannst du nicht wegpennen, die Aufmerksamkeit ist voll da. Ich zeige das nochmal mit kleinerer Schrift, ne, ja, wahrscheinlich so 4 Punkt. So, technisches Können ist beim Zeichner erwartbar. Nee, beim Zeichner, schau mal, pass auf, ich hab's schon 100 Mal gesagt, Leute, die mich kennen, kennen das jetzt auch schon. Also wenn man läuft, ja, technisch einwandfreies Gehen. Hier geht einer, da denkt man, der sagt jetzt, da staunst du, was, wie toll der gehen kann, ja. Ist halt erwartbar, der geht da. Man guckt nicht Leute, der, oh, die geht aber toll oder der geht aber toll, ja. Das ist ein Profigeher, der geht richtig gut, professionell geht der da lang. Deswegen ist es auch langweilig, den zuzugucken beim Gehen, ja. Die Lust am Versuch fehlt, ja. Also handwerkliches Können verkraut, handwerkliches Können verkraut den Betrachter. Das ist nämlich austauschbar und langweilig. Mir ist egal, wer da langläuft. Wenn einer laufen kann, läuft er halt. Das ist mir langweilig. Aber wenn ich jetzt einmal das selbstbewusste Rumeiern eines kleinen Kindes sehe, was Lust hat zu laufen, laufen lernt, was eventuell stolpert, da bin ich dran. Jetzt stolpert es. Nein, vorsichtig. Ach, ist das süß. Ach, Mann, das ist richtige Power, ja. Da will jemand was. Da probiert jemand was. Und da bin ich so, oh, komm mal, bitte. Da fiebert man mit, ja. Und das ist fesselnd. Das ist besonders eigenartig. Und da stehe ich drauf. Ne? Ja. Also es ist schön, wenn man es technisch zeichnen kann und gescheit laufen kann, aber es ist egal. So, ne? Und da ist jetzt die kleine Dave, wird ein bisschen größer geworden, ja, und will jetzt studieren. Weil und eine Hochschule ist quasi das Geburtshaus für ungewollt Schwangere. Ja? Die Dave Bert will mehr als nur Hobby. Die will jetzt studieren. Ne? Da heißt es ein kleines Stiftchen. Ist sie schwanger? So, ne? Und ich will es behalten. Und dann denkt die Mama, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Studieren, so ein Blödsinn. Ja? Muss ja nicht sein. Was willst du denn damit mal machen? Ja? Und es ist halt so, dass alle Leute, also nicht alle Leute, ist natürlich Quatsch, aber die sich nämlich mit der Materie befasst haben, denen ist es so, dass das eher ein Zeichen als Hobby wahrgenommen wird, ja. Es macht so Spaß, es ist ein Zeitvertreib und so. Aber die Hochschule ist der erste Ort, wo so ein Hobby genommen wird und zu einem professionellen Werkzeug gemacht wird, ja. Also hier wird der Spaß ernst genommen, ne? Und was macht es so professionell? Also man hat hier das Werkzeug, sowas. Man kann vielleicht toll zeichnen, man kann fotografisch zeichnen, ist toll. Das lernt man nutzen, dieses Werkzeug, dieses technische Können nutzt man, um im End aber so eine Personality, wo man was fühlt, zu verkaufen. Ja? Das muss man lernen, das lernt man in der Hochschule, dass man was Eigenes entwickelt und das verkaufen lernt. Warum ich jetzt so rede, weiß ich nicht, aber egal. Und der Lehrer ist da quasi, oder der Dozent ist da nur eine Beleghebamme. Ja? Der sagt so, oh, drücken, drücken, ich drück doch. Also man lernt sich auszudrücken in der Hochschule, mit zeichnerisch auszudrücken. Also man muss diese Fleißarbeit, den Studenten als Lehrer vielleicht austreiben, sodass man, das ist nicht das Zeichnen. Mir geht es darum, was willst du zeichnen oder was willst du mir mit deiner Zeichnung sagen, ja? Und um das zu lernen, ja, sich ausdrücken, so wie das Auslösen einer Geburt, ja, das Stiftgeburt, ja, da ist der Lehrer gefragt, zu helfen, dass das der Stift rauskommt und laufen lernt, ne? Und deswegen, das dauert verschieden lang, deswegen ist ein Studium, also der Ort der Selbstfindung, der Persönlichkeit, das Experiment und so. Und das dauert, ja. Ich habe auch lang studiert, 8 Jahre, ja.
Aber es gibt da immer Leute, die sagen, guck mal, fährt nicht. Und dann kannst du den Abschluss aber dir auch hier, ne, Klopapier. Aber hier, ihr macht's richtig, ne? Er macht's falsch. Guck mal, Mutti, ich fährt dich. Und er sagt so, was ist doch dir noch? Ne? Der macht's richtig, ne? Weil, was man halt auch noch, also jetzt inhaltlich ist auch eine Frage, ja? Also wenn ich jetzt sowas sehe, jetzt das Mädel hier, gibt es ja zu Genüge, ja, gerade ich als Vater, der so Kinderbücher blättert, da gibt es ganz, ganz tolle und da gibt es ganz, ganz, ganz viele ganz, ganz, ganz blöde Bücher, die dann ungefähr so aussehen, ui, nippi, schnippi, schulfrei, das sind so für mich so Dekorsachen, ja, die mir nichts bringen, die sind für mich inhaltslos, aber nett. Und genau das ist ja auch der Großteil der Menschheit. Der ist halt nett. Was? Das ist inhaltslos, aber nett. Also genau wie ein Großteil der Menschheit. Deshalb wird solches Zeichen auch uns alle überleben. Ja, genau. Also das wird es immer geben. Und das ist vollkommen okay. Und es funktioniert. Ich finde es halt unfassbar öde. Und das, wenn man studiert hat und sowas am Ende bei rauskommt. Aber ich will auch nicht ausgrenzen, weil es gibt kein richtig und kein falsch beim Zeichnen, ja? Das gibt's nicht. Zeichnen ist alles erlaubt, ja? Aber was es gibt, ist Denken und kein Denken. Das sieht zwar gleich aus, etwa, aber die Ergebnisse, die weichen voneinander ab, ja? Denken und Nicht-Denken. Und was habe ich mir jetzt hier gedacht? Ah ja, genau. Also es geht um Inhalt. Und jetzt, wenn das auch aus einem anderen Vortrag, ich habe jetzt hier so ein paar Vorträge zusammengeschustert, da habe ich vor Studenten gesprochen und da geht es mir darum, ob die auch mal überlegt haben, was man halt macht, wenn jetzt der Krieg kommt. Das können wir uns ja alle nicht vorstellen, aber was haben wir denn gerade? Wir haben jetzt ja gerade hier das, dass es kein Mehl und keine frische Hefe und kein Klopapier im Laden gibt und wir alle so dirty distanzen müssen, ja, und the time of our life haben mit Prep Trick Crazy und so, ne, Gong Baby, ja, das haben wir ja gerade. Also was machen denn jetzt hier die Dippeldes-Zeichner, ja, Herr, Frau Dippeldes, ja, die stehen dann da jetzt und können kein Mehl oder was kaufen, ja, und die Kinder haben Hunger, ja, und dann kannst du als toller Zeichner jetzt Königsberger Klopse mit Kartoffeln malen, aber machen kannst du die nicht, ja. Und da sagen die Kinder, brrr, ist das kalt heute, brrr, 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 ist das kalt. Und da kannst du einen feinen Strickpulli malen, ne, hier, number one Papa, aber machen kannst du die nicht, weil du weißt überhaupt nicht, wie das geht, ja. Wo kommt denn die Wolle her? Oder du kannst ein Feuer malen, oder du kannst ein Haus bauen malen, eine heiße Badewanne kannst du malen, aber nichts davon kannst du machen, weil du, nee, oder jetzt haben die Kinder, haben sich draußen beim Klettern ein Bein gebrochen, ja, und dann so, hallo, na, oh, Herr Doktor, ja, dann kannst du das jetzt hier malen, ne, ja, aber du kannst, ist ja wohl klar, worauf ich hinaus will, man muss sich Gedanken um die Welt machen. Und wenn man die Welt, ja, man braucht Zusammenhänge, die muss man kapieren, und deswegen muss man beim Illustrieren, wenn man schon illustrieren will, dann muss das Hand und Fuß haben, ja. Und wenn das Hand und Fuß hat, heißt das, ich habe es auch begriffen als Zeichner und kann es deswegen umsetzen. Ja? Als guter Illustratoreri, da ist man nicht bestrickt, da ist man so breit aufgestellt. Man hat eine Menge Fertigkeiten und kann dann davon berichten. Man ist ein dickes, fettes, großes Schweizer Taschenmesser. Schweizer sind auch gute Gestalter, sagt man ja. Ja, warum denn nicht ein Schweizer Taschenmesser werden? Ne? Mit Skills auf hier Baumschnitt oder wie funktioniert das Internet? Oder Korkenzieher sein, ja. Wo druckt dein Schuh? Problem mit der Druckvorstufe kenne ich mich mit aus. Man muss halt echt breit aufgestellt. Man muss aktiviert werden, genau. In der Hochschule muss man aktiviert werden, um aktiv interessiert an der Leber zu sein, ja. Also man muss leben, damit man vom Leben was zu erzählen kann. Also braucht die Zeichnung braucht also einen Inhalt, ja, der irgendwie eine Sicht auf die Dinge beschreibt, ja. Also ein guter Zeichner, der versteht auch, was er zeichnet, ja. Und ich bin ja, also kann ja jeder machen. Ist ja ein Vortrag von mir, also kann ich ja jetzt sagen, wie es sein sollte, wenn es nach mir ginge. Aber
kann jeder machen, wie er will. Gibt eine Menge tolle Zeichner draußen, die wirklich was ganz anderes machen. Ich sage auch nicht, dass das gut ist, was ich mache, aber ich sage jetzt mal, was ich gerne zeichne, ja, weil ich bin Mensch und deswegen würde ich auch gerne was über Mensch machen und hier darf ich es und lasse ich es auch sein, ja, und hier haben wir den Darf ich Wähler sein, der sagt, hier Justin Bieber, ach so, hier, ne, der sagt, das ist dieser schulfreie Typ. Und dann gibt es diesen Dorfwälder, ja, der sagt nämlich auch, deine Eltern sagen auch Kacke, Pimmel, Garmisch, Partenkirchen. Sagen deine Eltern auch, es gibt Kacke, Pimmel und Garmisch, Partenkirchen. Das gibt's alles, das darf ich auch zeichnen. Es ist mir schleierhaft, dass man alles so schulfrei, Lollipop-mäßig zeichnen soll. Nee, man kann ruhig sagen, was ist. Und man darf auch dahin gehen, wo es weh tut, weil man muss das auch machen, damit es einen Mehrwert gibt in der Zeichnung, ja. Also, nochmal zurück zum Studium, ja, man lernt beim Zeichnen reagieren, mit dem Stift zu reagieren und das ergibt eine Persönlichkeit, also auf diesem Planet reagieren wir mit dem Stift, das lernt man im Studium und entwickelt eine Persönlichkeit. Ja. Und ja, deswegen habe ich dann studiert. Und ja, apropos Typo, warum? Ach so, warum ich Typo benutze, ja. Also hatten wir ja eingangs schon, dass ich da jetzt nicht so groß drüber nachdenke. Stimmt natürlich nicht, benutze Typo natürlich ganz bewusst. Da haben wir jetzt zum Beispiel diese Zeichnung. Die wirkt jetzt so, was soll denn das? Habe ich mich da hingesetzt und schnell hier so einen Kreis gemalt und ein Schwänzchen dran und ein Schnabel und so. Und fertig? Nee, ich habe mir da was bei gedacht. Na, Bock auf sowas, sagt er. Vollkommen einleuchtend. Was ist denn da los? Es geht los, sagt er. Ja, was geht denn los? Jetzt ist der Betrachter gefragt, ja. Wenn ich das nicht habe, ich probiere mal. Ah, so. Was soll denn das? Es geht los. Ja, da wird im Kopf direkt was freigesetzt. Da öffnet sich eine Geschichte, ja, die vorher nicht da war. Vielleicht schon, aber jetzt seid ihr auch gefärbt da draußen. Jetzt wisst ihr schon, es geht los, ne? Was mit dem Linken? Ein Gesicht, das sagt, das ist mein letztes Angebot. Ohne Typo? Wüsste man, käme man jetzt nicht drauf. Oder das? Was ist da los? Herbert hat eine ehrliche Haut. Schöne Wortspiele, kann man mit Schrift machen. Kann man so auch machen, versteht aber keiner. Was hier los? Tja, das sieht man schon, das ist gut gezeichnet. Eine gute Zeichnung lebt davon, dass man ohne Typo klarkommt. Aber mein WC, sag mir mal, naja, aber der gute Zeichner kommt auf eine Idee. Knolle hat Großes vor. Flöt, flöt, knatter, knatter. Man kann ja auch so schöne, das kann man nämlich auch nicht in der, kann man bestimmt schon, wenn man ein guter Illustrator ist, aber ich nicht, hier knatter, knatter. Man kann so wie in Comics so irgendwas dazu schreiben und schon passiert was, ja? Oder was ist mit den beiden? Was ist denn hier? Nach einem straffen Tag im Büro findet Katharina daheim Ruhe, wenn sie nackig den Fötus tanzt. Flöt. Ihr Freund Jochen ist zwar nicht ganz so gelenkig, macht aber trotzdem mit. Na, das ist doch eine schöne Geschichte. Die ist so das Bild, aber man das ist ja eine Art Voyeurismus. Man sieht was in der Stadt oder irgendwo und denkt so, warum? Und das Warum wird erklärt, indem ich eine Typo dazu mache. Ja? Also das ist ja so eine Zeichnung, also man sieht vielleicht meinen Körper, ja, aber hier sieht man, was ich mir dabei denke. Also benutze ich die Schrift, oder hier, pass mal auf, was ist das denn? Gutes Liegefahrrad? Man kann sich halt seine Hobbys nicht aussuchen, Part 2. Tja, kann man nicht. Oder hier, ist da los? Hallo? Was könnten die beiden? Tja, man sieht es und man fragt sich, oh, es ist ein Gespräch. Irre, wie heißt denn das? Hocke mit Arm drum. Boah, saugeil, bist du öfters hier? Yippie. Man merkt schon, macht nicht wirklich Sinn, ist egal. Aber auch Typo, ja, Typo und Zeichnung, wunderbar, pass auf. Baum, Tanne, Laubbaum, Laubbaum, Nadelbaum, Nadelbaum, Laubbaum. Ich komme nicht drauf, ach doch, ey. Ist dir auch so langweilig? Sagt die Tanne, nein. Ich kann Bäume sprechen lassen. Ist doch Wahnsinn. Oder hier, die beiden tanzen. Was ist da los in der ihren Köpfen? Ach, mir geht schon viel besser, sagt jetzt die Frau. Und dann sagt der Typ, so ein Arsch.
der sagt, ist mir egal. Tja, was mit dem? Körperbau ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Richtig, sagt da die Banane. Das verstehe ich nicht. Aber letzten Endes ist klar, ich brauche Schrift nur, weil ich kein guter Illustrator bin, wo die Idee rein übers Bild vermittelt wird. Und ich will den Interpretationsspielraum meiner Gedanken so stark wie irgend möglich begrenzen. Ich bin ja kein Künstler, ja? Weil es ist ja so in der Kunst, da macht man irgendwas und soll was auslösen. Ja, also es soll, es ist eine große Interpretation da drin. Ja, da hat der Künstler sich doch dabei gedacht und so wird es dann verkauft. Ich als Illustrator hingegen, ich will ganz klar sagen, das ist ganz klar gelenkt, das ist meine Idee, darum geht's und entweder du begreifst es oder nicht. Ja, und das ist doch auch irre lieb von mir, steht da, oder? Dass ich also mir was dabei denke und nicht einfach nur einen Kauderwelsch mache, sondern irgendwie ganz klar lenken will. Und dafür brauche ich halt die Typo. Also ohne Typo würde man meine Sachen nicht begreifen, denke ich mir. Oder ich mache es mir einfach leicht, weil ich die so viel Bildideen dann habe. Aber bei mir ist es immer ein Wechselspiel zwischen Typo und Schrift. Ne? Aber wieso denn dann keine gesetzte Typo, ja? Das sind wir wieder, wie mit dem Argumus was zu tun haben, ein bisschen, ja? Wir haben halt dann einfach diese perfekten Buchstaben, wo jemand, ein Schriftgestalter, einer von euch, wirklich Monate, Jahre lang da hier in Glyphosator oder wie das, wie halt Glyphosat und Fontographer und wie heißt, haben sie da Punkte hin und her geschoben, ja, Vektoren gezogen und hier und da und jetzt ist sie lesbar, jetzt ja Ligaturen und all so ein Zeug, ja. Monatelang Schweiß, ja. Und da kommt dann so einer wie ich ran und sagt, na ja, hier, die Schrift nehme ich mir mal. Die lege ich mal auf meine blöde Ü. Dann muss doch der Schriftgestalter sagen, das ist ja keck. Das finde ich aber nicht so gut, dass die missbraucht wird in so einer schimmeligen Illu. Also das ist für, also ist doch schade. Ja, und deswegen sage ich, nee, ich mache die Typo selber, vor allem dann passt sie auch zur Illu. Ja, also wenn ich schon illustriere, dann muss die Typo auch illustriert sein und da bin ich auch nicht teamfähig. Ich kann nicht, sobald jemand irgendwie was dazu gibt, sei es eine Idee oder so, dann ist es nicht mehr meins. Dann mache ich es natürlich auch und freue mich auch, aber dann würde ich es nie damit hausieren gehen, dass es von mir ist. Wenn ich aber jetzt, ich habe es halt gern alles in einem Guss. Wenn ich was mal, dann muss die Schrift von mir sein, dann muss eigentlich alles von mir sein. Ja? Und dann stehe ich da auch hinter. Und wenn ich dann jetzt auch Musik dann noch drüber lege, dann soll die auch von mir sein. Ich will, dass alles von mir ist, damit es gesamtstimmig ineinander greift. Ja? Sonst ist es irgendwie so mit fremden Federn. Und ich finde halt allgemein, dass jetzt zum Beispiel Gestalter, die jetzt oftmals auch einfach nur so wie Radio-DJs sind, die benutzen einfach Schriften und Papiere oder sonst irgendwas von Leuten und mischen das irgendwie so zusammen und verkaufen es dann an die Leute. Ja? Also es ist eigentlich nur wie, also das ist gar nicht selbst produziert, sondern einfach nur so wie so eine Playlist zusammengestellt und das soll den Leuten gefallen und kriegen dafür Applaus. Finde ich nicht richtig, tut mir leid, finde ich nicht richtig. Nee, müssen sie selber mal eine Schrift machen. Müssen sie selber mal irgendwie das Papier schöpfen, auf dem das gedruckt wird. Ja? Selber in der Druckerei stehen und drucken. Ja? Nee, aber nee, die sind dann so, ja, ich bin hier im Radiosender und hier habe ich hier ein geiles Lied, weil ich bin cool. Ja? Guck mal, hört euch das mal, das ist von mir für euch ausgewählt. Ja, wie denke ich mir so, ja, das Lied ist geiler als die Auswahl. Oder so. Nee, egal. Gut, ne? Also, da bin ich halt auch so ein bisschen Ossi, ja, also so Hollywood hier, eine perfekte, gute Schrift von jemandem benutzen, nee, kann ich mir auch nicht leisten, ich mach das mal selber, sieht jetzt nicht so dolle aus, ja, aber ist ein Gesamtpaket, dann mach du doch besser, ja, ne, tja, so. Eigentlich war es das, aber mit der Vortrag selber, tja, ja, also es war ja eigentlich so,
dass ich den Vortrag, wie habe ich den genannt gehabt, treiben lassen ursprünglich. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir was anderes, machen wir Wieso Frank? Oder nee, treiben lassen ist eigentlich gar nicht schlecht, weil letzten Endes wollte ich dann eigentlich nur sagen, warum ich jetzt hier in München bin. Ich bin ja natürlich nicht in München, aber auf dem Rechner vielleicht in München jetzt auch. Und quasi meinen Werdegang und wie es hingekommen und was ich jetzt so mache. Und was ich jetzt so mache, also nee, ach so, genau, da zeige ich ein Video. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar ist das eigentlich schon voll alt. Weil ich schon damals dachte. Der Monat war schleppend. Ja, ich brauch auch. Und ich denke. Also musst du dich auch gerade so als Illustrator mal umorientieren. So mache ich jetzt hier eine Animation. Guck dir an. Also. Wie gesagt, das ist schon sehr alt. Von 2014 oder so, ja. Da hatte ich gerade auch eine Professur und habe halt gearbeitet nebenbei und so, aber irgendwie war das dann sehr, sehr gleichbleibend. Also nicht gleichbleibend, sondern irgendwie kommt da eine Routine rein, zeichnen und so. Irgendwie hat es mich dann noch nicht mehr interessiert. Ich habe nur noch das Nötigste gemacht, ja. Und habe dann aber auch überlegt, ja, zeichnen selber, also jetzt mit dem Internet und so, was. Das wird doch eh alles wahrscheinlich ins Bewegtbild hineinlaufen, weil Print is dead oder wie auch immer, ja, stimmt ja, also ist ganz schön lange schon an lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen, ja, weil irgendwie so ganz dead ist er auch noch nicht, was ja gut ist, ich mag ja was in der Hand zu halten und jedenfalls habe ich dann, ja, wie gesagt, schon damals gesagt, so jetzt machst du mal mehr Videos und ich mache ja auch gern was mit Bewegtbild, ich mache gern was mit Musik und so, wie jetzt das Lied da und dann halt Bewegtbild, genau das, ja. Da sagte ich so, das könnte ich doch jetzt regelmäßig machen und habe da aber nie weitergemacht. Wie das so ist, ja, habe ich weiter treiben lassen, habe mein Ding gemacht, habe dies und das gemacht und aber gezeichnet habe ich dann auch nicht mehr. Und jetzt habe ich aber, genau, deswegen habe ich jetzt aber gerade auch ein Buch gemacht, was basiert auf meinem, auf ich mache jetzt quasi einen Blog, ist nicht neu oder sowas, aber ich habe da festgestellt, da kann ich nämlich am besten zusammenführen, was mich alles interessiert, weil von wegen Schweizer Taschenmesser breit aufgestellt, ja, ich zeichne gern, ich quatsch gern über Sachen, die mich interessieren, muss ja keinen anderen interessieren, aber es tut halt auch irgendwie gut. Einfach überhaupt sich für was zu interessieren und das festzuhalten und dann halt auch mit Sound zu arbeiten, mit bewegtem Bild zu arbeiten und so. Und da ist natürlich das Internet in Blogform am besten. Die Internetseite ist noch nicht richtig gebaut, die ist noch sehr provisorisch. Da habe ich einen guten Kumpel, der das macht, wer das denn macht. Ja, jedenfalls habe ich, also ist das auch immer recht ehrlich, was ich da mache, aber ein bisschen mit Zwinkern. Und da würde ich jetzt gerne mal das erste Kapitel quasi wie eine Lesung vorlesen, vom quasi meinen ersten Blog-Eintrag, wie es überhaupt dazu kam, dass ich das jetzt doch irgendwie in Angriff nehmen will. Und es fängt so an, dass man Never Filter raushauen. Endlich die Internet, to pull my rüb out of my Midlife-Crisis, Zielalter, ja, weil ich habe mich irgendwie, da kommt ja jetzt alles, ne? Also. Madlife Crisis, Alter, denk dir das, wenn der Igel mad beim Buffet stehen bleibt, also von Madlife Crisis, ja, muss man jetzt nicht sagen, aber raushauen, alles raushauen. Im Internet muss man alles raushauen, ja, so funktioniert, da wird nicht gefiltert, da wird rausgehauen, ja. Also, aber wenn Madlife sagst, ja, da kannst du auch mal drüber nachdenken, ja, wenn der Igel beim Buffet stehen bleibt, ne, also das Gefühl dieser Krise, ja, also angenommen, das Gefühl, jemand, deine Mutter, hat sich echt Mühe mit dir gegeben, aber keiner will dich haben, ja, also du bist das Matt, deine Mutter hat das Matt gemacht und du bist das Matt, ja, du alter Igel, alter Matt-Igel bist du, ne, und dabei warst du, das Matt, in den 70ern letztens die eigentliche Party auf der Fete, ja? Alle haben sich um den Matt-Igel gekräuselt, ja, aber irgendwie ist irgendwie Matt-Igel out, ja, und dann merkst du so, boah, richtig, du bist alt geworden und richtig alt und du musst dir was überlegen, aber, und du merkst, du bist alt, nämlich wenn mehr Diagnosen als Jobs,
reinkommen. Ja? Und wenn du deine Schlüpfer nur noch wechselst, wenn du wieder entweder einen Arzttermin oder eingekackt hast, dann bist du entweder 4 abwärts, ne? Oder, ne, weil du da zu den U8 und U12 und wie sie alle heißen musst, ja, und einkacken tust du sowieso auch noch mit 4, vielleicht, und oder du bist 40 aufwärts, auf jeden nicht das, was das Internet von dir erwartet, aber irgendwie egal auch, ne, weil egal, das ist sowieso jetzt deine Haltung, die sich nicht mehr neu anfühlt, sondern den Laden übernommen hat, ja, hier liege ich auf der Couch, ist ehrlich, ja, ich lag viel auf der Couch, ich habe meinen Job gemacht, ja, und dann lag ich wieder da und habe überlegt, und dann guckst du die Kacke an, ja. Und dann, weil meine Kinder jetzt auch in dem Alter sind, wo sie mich nicht mehr brauchen. Ja, irgendwie war das so eine Phase jetzt von 14 bis 18, wo die Kinder einen auch viel brauchen. Und dann, also nicht 2014 bis 2018, 14 bis 18 brauchen die mich wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr außer Kohle. Ja. Egal. Ne? Und jetzt habe ich halt sehr viel Zeit gewonnen, dass die Kinder auch selbstständiger sind und so. Ja. Und dann, pass auf, jetzt mit 40 ist Freude eher so kulinarische Kontakte. Während mit 20 die Freude soziale Kontakte sind. Und die kulinarischen Kontakte, ne, dann sieht man halt so aus, ja. Aber das ist auch okay. Ich esse halt auch gern, ne? Ist okay, Alter. Also dir ist dann auch dein Body egal geworden, ja. Die sind aber auch deine Gedanken egal geworden, weil, ja, hier geiler Körper, geile Party, Alter, normal, Alter. Ja, aber du die Gedanken egal geworden, weil du die Selbstüberschätzung, die du mit 20 hast, mit 20, wenn du anfängst zu studieren oder wenn du so allgemein denkst, boah, ich bin ein praller Typ, ja, ich bin so am abkrassen, Alter, Sean Brains, dann paff, 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 die Idee ist normal, Alter, raushauen, ich bin so geil, ey, Gebüsch, Alter, Gebäude, ja, also man hat so eine Selbstüberschätzung mit 20 und denkt, man hat richtig gute Ideen und richtig, man ist richtig so eine Maschine und alle, und besser als alle anderen. Das ist natürlich Quatsch, weil mit 40 machst du Selbstreflexion und denkst, das ist eh alles scheiße, mich eingeschlossen, ja, und du haust halt egale Gedanken raushauen, ne, egal was ist, ne, du haust Profis waren, ja, das ist Quatsch, ja, und so mit, naja, egal, ne, und dann merkst du so, du wirst immer fetter und blöd und du hältst dann öfters auch mal die Klappe, ja, und scrollst dich weiter so durchs Internet, ne, und dann liegst du da rum, oh, du bist dir selbst und alles egal, machst nur das Nötigste. Und noch ein Zeichen für Alter, wenn körperlich, sowie wirtschaftlich, sowie intellektuell das Zenit überwunden ist, fängt man an zu gucken, was die anderen so machen. Ja? Was machen denn die Artgenossen? Und dann merkst du so, dass du auch so ein bisschen arrogant bist, Arroganz oder gar nichts. Man findet alles, was die anderen machen, scheiße. Belanglose Scheiße, ich sag es nochmal, scheiße, soweit der Daumen swiped. Ne? Aber Scheiße, die man nicht begreift, und Erfolg ist scheinbar der Zeitgeist. Also gibt es nur zwei Optionen. Option 1, weiterhin rumschrullen und konsumpfen und sich schönreden, dass die jungen Leute würden machen, was man selber vor 10 Jahren schon gemacht hat, oder schlimmer, was man vorhatte zu machen und dann aber nicht gemacht hat. Und du kannst natürlich alles scheiße finden, aber vergiss halt nicht, wie du dabei aussiehst. Ne? Haben die Wolle keine Couch? Abgegeilt, Alter. Ey, immerhin machen die was. Also es geht darum, man kann halt echt alles scheiße finden, aber und sagen so, boah, warum machen die das, so ein Blödsinn? Aber letztendlich machst du halt selber gar nichts. Du liegst nur auf der Couch und nichts passiert, ja. Das ist die Option 1, weitermachen, ja. Einfach dahin siechen. Ja, obwohl du mal irgendwie gedacht hattest, du zeichnest gern. Oder genau, entweder mit 20 machst du viel und hältst dich für den Geilsten, ja, er hier. Mit 40 machst du gar nichts und hältst dich trotzdem noch für den Geilsten. Und sagst immer nur, ja, wenn ich wollte, könnte ich das alles machen. Ist natürlich auch nur Selbstschutz. Weil du aus Angst all die Dinge, die du jetzt besser machen würdest als die, die es machen, würden gar nicht besser werden als die Dinge, die anderen gemacht haben, machst du sie besser erst gar nicht. Genau, du denkst halt so, oh Scheiße, jetzt hat der das und das gemacht. Ja, das hätte ich aber wahrscheinlich besser gemacht. Stimmt aber überhaupt nicht. Du denkst, wenn du was. Nee, warte mal. Du machst die Dinge erst gar nicht, weil du hast auch Angst davor, dass wenn du sie machst, sie gar nicht so gut werden, wie du denkst, wie sie werden würden, wenn du sie machen würdest. Ne? Deswegen machst du sie lieber erst gar nicht und denkst du, ja, aber wenn ich sie machen würde, wäre das richtig geil. Stimmt aber nicht, wird überhaupt nicht geil, ja? Also, und wenn du nichts machst, kannst du ja auch die Einsicht aufschieben, noch ein bisschen geiler als die anderen, die was machen, zu fühlen.
Ja, das ist eine Wurst, das liest sich jetzt hier schlecht, muss ich sagen. Ne? Aber pass mal auf, kommen wir zu Option 2. Also Option 1, du machst eigentlich gar nichts, denkst aber die ganze Zeit, dass du irgendwann mal was machst, was alle Leute geil finden. Stimmt aber nicht, machst du dann eh nie. Und das zweite ist, du kaufst dir geile Schuhe, ja, um so Mainstream zu landen und haust raus, ja, jeden Furz, den du machst. Haust einfach raus, ja. So, never filter, einfach rausholen. So, jetzt sofort, okay. Ne? Da ist so viel Scheiße im Netz, ja wirklich, das ist ja wirklich viel Scheiße, ja, ist ja nicht gelogen, ja, dass auch viele, viele Leute einfach raushauen und da kannst du ruhig dich auch noch mit einreihen und deine Scheiße noch dazwischen drücken, oder? Pressen, Alter, ja. Genau. Und wie das dann, also deswegen, das haue ich jetzt halt immer alles so raus und dann habe ich jetzt hier auch noch mal kurz was, so sieht das so Teile davon aus, ja. Da haben wir zum Beispiel das hier. Jetzt muss ich, der Ton geht jetzt leider nicht hier aus dem, deswegen halte ich jetzt das Mikro da dran. Und hier ist das Projekt. Ja, hier zum Beispiel so ein Loop, ja. Da ging es um Silvester. Ich mag Knallen halt überhaupt nicht. Ich finde, das ist Quatsch, das ist stumpfsinnig, oder? Hier so ein Lied, was ich dann auch noch gemacht habe. Genau, also sowas mische ich dann einfach, so, wo man Sachen machen kann, ja. Und dann hinsetzen und konzentrieren war dann das nächste Thema. Ne, und da geht es darum, um schön sein oder eben nicht schön sein. Nee, warte mal, boom, Quatsch, ich bin schon, hab schon keinen Bock mehr einfach. Ja, also hier geht es darum, um Liebe, ja, und wie Mädchen, was ich früher machen musste, weil ich nicht so toller aussah, ja, ich war optisch irrelevant. Wie man Mädchen für sich begeistern kann. Und dann ein bisschen so von wegen, wie war das ganz früher, wo es nur um Fortpflanzen geht hier. Also der simple Mann hat nur sein Pimmelchen hochgehalten und die hochkomplexe Frau wurde dadurch angeschoben. Ist auch ein bisschen. Ja, frivol. Aber genau, also so war das halt ganz. Wir reden jetzt hier wirklich um Homo sapiens, sapiens Nummer 1 oder so, ja. Und da kam halt der Mann, so, die Features waren halt so, kann der mich ernähren, ja. So, wolle Fortpflanz, das tote Vieh. Ja? Und dann am Lagerfeuer und die Frau schreit, ja, auch sie auch. Ist Quatsch, aber kann man ja mal sagen. Ja, und heute ist es Gott sei Dank so, dass man nicht mehr irgendwie, die Frauen können sich selber versorgen und die Frauen sind auch, sagen auch, was sie denken und wollen. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Und man selbst als Typ hat nur sich selber vorzuweisen, das ist jetzt nicht so geil. Ja? Also man merkt halt, es geht jetzt um menschliche Werte, es geht nicht mehr darum, junge Frau, Mann, Mädchen, ist alles Quatsch. Es geht darum, Persönlichkeit zu haben, ja? Und das Geschlecht ist schon fast egal. Und mit Persönlichkeit kann man punkten. Und wie baut man so eine Persönlichkeit auf? Man muss auch komplexer werden. Also man muss selber halt auch Zahnrad aufbauen, also mit Fähigkeiten und so, um auch die komplexen Partner zu finden, der da genau reingreift. Ja. Und was ist da das Naheliegendste? Das Internet. Ja, ist mein neuer Partner. Weil den muss ich jetzt begeistern. Es geht ja letztendlich darum,
In dieser Geschichte geht es halt darum, wie ich mich wieder motivieren kann. Und früher wollte ich halt unbedingt eine Frau für mich gewinnen, habe jetzt eine Frau für mich gewonnen, habe auch Kinder gewonnen und so. Ja, das habe ich alles geschafft. Natürlich geht es weiter darum, dass die Familie muss man ja irgendwie zusammenhalten. Aber das mache ich jetzt nicht mehr mit Zeichnen oder mit Gitarre spielen oder sowas. Ja. Und dann ist die Frage, wie kann ich, schaffe ich das Internet, vielleicht das Internet als Motivator für mich zu finden, um Sachen zu machen, ja? Und dann, was ist überhaupt das Internet? Ja, was läuft hier falsch und was postet man? Und ja, das ist irgendwie eine Religion ist und dass man auch gegen Kindstaufe ist hier, ne? Und ob ich schon wanderte durchs finstere Edge, fürchte ich keinen Unglück. Ja, dass man, also ich finde, Kinder gehören nicht ins Internet. Fotos von meinen Kindern im Internet finde ich doof. Das müssen die selber machen, ja. Und wenn jetzt meine Mutter auf einmal das Familienalbum digitalisiert und hochlädt, finde ich es, glaube ich, auch nicht so geil, ja. Und warum fotografiert man Sachen zu hundertfach und ja, für die Likes und was ist denn das jetzt hier für ein super ungechillter Typ? Ne, das ist ein Troll oder was, ja, oder hier der Klicker, der schöne Selfie, warum den Selfie? Ja, Interesse, schreib mir eine Mail. Oder dann hier mein Rücken, auch immer wieder ein Problem, ja, dass ich den Pain nicht wegscrollen kann. Und dann jetzt hier dann so Übungen, die ich da mache. Ja, so sieht's aus. Das mache ich gerade. Und jetzt habe ich halt auch so ein Buch gemacht. Habe ich gerade nicht hier, kann man aber bestellen. Ist 364 Seiten, kann man unter ramsch@frankhöhne.de bestellen. Jo. Sonst gibt es nichts, glaube ich, zu berichten. Also jetzt könnte man mal Fragen stellen und da müsste ich jetzt in den Chat kommen, wenn das Internet stramm ist. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich fand es jetzt eigenartig, bin da nicht so Fan, wäre gern da gewesen und live im Austausch gewesen. Ich werde das wahrscheinlich jetzt hier auch nicht nochmal so machen, weil das ist mir zu blöde. Tschüss!